Herzlich willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Mittwoch, den 23.03.2016. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir blicken auf einen durchwachsenen Handelstag. Wir starten hier bei rund 10.000 Punkten, können dann satte 150 Punkte hinzugewinnen und geben von den 150 bereits 100 wieder ab. Eine durchaus volatile Session also, geprägt von einem starken Morgen. Dann kam hier in der Mittagssession, also um 12 bis 2 Uhr eher, letztendlich seitwärts gerichtete Entwicklungen, keine nennenswert bullischen Phasen mehr, die hier auftraten. Und gegen Anfang der US-Session, gegen 14 Uhr setzte hier dann letztendlich ein schöner Abverkauf ein. Auf Tagesbasis überrascht das nicht wirklich, denn wir haben so langsam die ersten EMA 200 erreicht. Also wir haben hier verschiedene, linear gewichtet, exponentiell, einfach. Und man sieht deutlich, in dieses Band hier oben hat er jetzt langsam reingestochen. Wir sind also zwangsläufig hier vor einem starken Widerstand, den der DAX auch momentan so ein bisschen nach, oder wo der DAX diesbezüglich auch dann nach unten gedrückt wird. Wir können also sagen, alles unter 10.250 ist also gegenwärtig möglich. Allerdings haben wir hier dann mit Abprallern, mit Rücksetzern zu rechnen. Und gerade im Bereich von 10.200 und 10.238 Punkten durchaus puffert hier die EMA 200 auf Tagesbasis. Wenn wir den Dow betrachten, dann hatten wir gesagt, er ist hier an einem Widerstand. In grün markiert die wichtigen Punkte der Trendlinie auf Tagesbasis und an dieser hält er sich gegenwärtig auf und zieht leicht zurück. Also wir haben gesagt, haben schon mal zumindest hier keine Long-Position aufgebaut, was schon mal ein Vorteil ist. So, das Risiko, dass er jetzt hier nach unten klappt, ist sehr hoch und das wäre dann letztendlich der Fall, wenn er unter die Marke von 17.420 Punkte fällt, hier in diesem Bereich, wenn er unter diese kleine SKS-Formationslinie fällt. Das wäre dann der Short-Trigger. Wenn es unter diese Marke geht, sollte auch der Dow Jones fallen. Erst dann ist ein Short legitim und dann erst wäre bis 17.100, 17.200 Platz. Erneute Long-Positionen sind hier erst ab 17.735 Punkten möglich und auch sinnvoll, denn dann muss er oder dann hat er zu diesem Zeitpunkt die abwärts verlaufenden Trendlinien als auch dieses rote horizontale Widerstandslevel bedingt durch die zwei Hochs nach oben hin verlassen. Gegenwärtig also nicht unbedingt jetzt kaufen, denn wenn es hier unter die kurzfristige Unterstützung auf dem Stundenchart geht, könnte sich eine größere Korrektur anbahnen. Der Nasdaq, hatten wir ja gesagt, läuft weiterhin intakt long und kaufbar für eine Läuferposition war erst vorgesehen hier die 4.293. Mittlerweile muss man das ja ein bisschen anpassen aufgrund der Steigung der Trendlinie. Somit kämen wir dann zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf einen Einstieg von 4.306 Punkten in der frühestmöglichen Ausprägung mit einem Stop-Loss unter diesem Tief, also unter 4.214 Punkten. Der Short sollte also überwiegen, vor allem wenn der Dow Jones bricht. Auch der S&P, hatten wir gesagt, besitzt Korrekturpotenzial. Das würde ich frühestens, wenn überhaupt, dann erst bei 2000 Punkten traden. Kommen wir zu den interessanten Aktien. Coke hatten wir vorgestellt, zeigt sich wiederum unbeeindruckt. Die Stärke ist hier absolut spürbar, ja, wenn man da mal mit Emotionen arbeiten will. Der Dow fällt, der DAX fällt, alles fällt im Prinzip wie ein Stein. Ja, auf untergeordneten Zeiteinheiten. Was weiß ich, Dow verliert einfach mal schnell 100 Punkte, Coca-Cola steigt. Ja, also das, da sieht man schön, wie es auseinandergeht. Hier immer noch der Hinweis, da hat sich wenig getan, Long hier bei der 44,20. Man könnte das Setup kurzfristig scalpen, für all diejenigen, die sich für Scalping-Setups interessieren. In Trendrichtung könnte man dann hier mit den neuen Hochpunkten kaufen. Das wäre dann ab 46 US-Dollar. Wäre halt ein Ausbruchstrade kurzfristig gescalpt. Alles in allem muss ich sagen, sehr stark. Bank of America sollte jetzt hier drehen. Wir hatten gesagt, erste Shorts erst bei 14,80, aber 13,80 geht auch. Also mehr oder weniger, wir gehen jetzt schon von fallenden Kursen aus, weil auch gerade die Commerzbank hier Short durchgebrochen ist. Das heißt, hier erwarte ich eigentlich fallende Kurse. Vor allem in der Commerzbank droht jetzt das Ungemach unter 7,80, geht es nennenswert unter 7,80.
dann sollte sich der Trend beschleunigen. Und ebenso die Deutsche Bank hat eine bärische Konsolidierung getriggert. Und hier muss man ganz klar sagen, jetzt droht wieder der Abverkauf. Sieht ähnlich zur Commerzbank aus, der Verlauf. Und unter der 16-Euro-Marke drohen wieder Kurse rund um 13 Euro oder sogar die Einstelligkeit. Das war's von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen alles Gute, good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.